Liebe Flensburgerinnen und Flensburger, liebe Kinder, liebe Schülerinnen und Schüler. Ich möchte mich heute einmal wieder mit einer Bibelbotschaft an Sie, an euch alle wenden. Wir leben nunmehr beinahe ein ganzes Jahr in der Pandemie. Im Januar des vergangenen Jahres wurde Corona das erste Mal in Deutschland bestätigt. Im März das erste Mal in Flensburg. Seither ist unser aller Alltag auf das Deutlichste eingeschränkt. Und trotzdem wir in einer modernen Gesellschaft leben, mit einem wirklich hochqualifizierten Gesundheitssystem in Europa, kommen wir an unsere menschlichen Grenzen. Die Entscheidung, was uns wichtiger ist, der gewohnte Alltag oder die Gesundheit eines jeden Einzelnen, wird beinahe täglich diskutiert. Bei Ihnen zu Hause, bei uns im Rathaus, bis hin zur Bundesregierung. Viele von Ihnen haben bereits große Einschnitte hinnehmen müssen. Viele Unternehmen, vor allem im Einzelhandel, dürfen seit Monaten nicht mehr öffnen. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in Kurzarbeit. Viele haben gar ihre Arbeit verloren. Viele Kinder können seit Wochen nicht mehr im Kindergarten betreut werden. Viele Schülerinnen und Schüler sehen ihre Schule nur noch selten. Freundeskreise zu treffen ist ebenfalls eine große Seltenheit geworden. Andere Berufsgruppen wiederum arbeiten am Limit. Dabei denke ich zuallererst an alle, die in Krankenhäusern oder überhaupt im medizinischen und pflegerischen Bereich arbeiten. Ich denke aber auch an alle Menschen, die im öffentlichen Bereich arbeiten und die gar keine Wahl haben, ob sie Homeoffice machen oder ihren Arbeitsplatz antreten müssen. Und als ob die Situation noch nicht aufreibend genug ist, erleben wir nun eine neue Phase der Pandemie. Auch in Flensburg wurden nun eine Vielzahl von Fällen einer Corona-Mutation bestätigt. Aktuell wird in Berlin weiter untersucht, um welche Mutation des Virus es sich handelt. Allerdings wissen wir, dass die Infektionsgeschwindigkeit dieser Mutation um ein Vielfaches höher ist als bei dem Virus, mit dem wir bislang umzugehen wussten. Auch aus ärztlicher Sicht ist es nun geraten, noch konsequenter und noch disziplinierter die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Es ist das Einzige, was wir dieser Virusmutation entgegensetzen können. Vor diesem Hintergrund werden wir als Stadtverwaltung alles vermeiden, was zu Menschenansammlungen führt, und wir werden auch alles tun, damit die Menschen unserer Stadt dies tun und vermeiden. Ich bitte Sie deshalb inständig, wenn es Ihnen möglich ist, vermeiden Sie Menschenansammlungen. Helfen Sie uns weiterhin dabei, weitere Ansteckungen zu vermeiden. Die Zeit, in der wir leben, ist seit Kriegsende eine nie dagewesene. Sie benötigt gerade jetzt nicht weniger und nicht mehr als unsere Disziplin. Mir ist bewusst, dass wir alle den Wunsch haben, das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten und zu unserem alten, gewohnten, liebgewonnenen Alltag zurückzukehren. Das können wir aktuell aber nicht. Und um die Pandemie erfolgreich zu überstehen, brauchen wir jetzt Ihre Unterstützung beim Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln. Alles, was es braucht, ist unsere Disziplin. Ich bitte Sie einzig und allein genau darum. Helfen Sie uns weiterhin und unterstützen Sie uns dabei. Zeigen Sie sich diszipliniert. Bitte informieren Sie sich regelmäßig in den örtlichen Tageszeitungen, in den digitalen Medien oder auf der Homepage der Stadt Flensburg. Wir halten Sie dort täglich auf dem Laufenden. Zeigen Sie sich rücksichtsvoll im Umgang mit Ihren Mitmenschen. Dies haben wir als Stadt Flensburg mit Blick auf das Geschehen am Bahnhofswald auch getan. Und meine Erwartung ist es, dass auch dort ein sichtbarer Beitrag zur Gesundheitslage geleistet wird. Liebe Flensburgerinnen und Flensburger, die sich für den Bahnhofswald interessieren, eine Entwidmung des Waldes steht aktuell nicht in Rede,
da ein Widerspruchsverfahren läuft und ein Ergebnis aussteht. Die erteilte Baugenehmigung ist unabhängig vom Waldstatus und kann auch unter Erhalt des Waldes und des Waldstatus umgesetzt werden. Bitte informieren Sie sich auch hier regelmäßig, gerne bei uns im Rathaus oder auf unserer Homepage. Liebe Flensburgerinnen und Flensburger, ich appelliere an Sie alle, an jeden einzelnen von Ihnen und ich hoffe auch, die Kinder und Schülerinnen und Schüler unter Ihnen, unter euch zu erreichen. Bitte lassen Sie sich, lasst euch nicht entmutigen. Bleiben Sie ausdauernd, bleiben Sie geduldig. Ich weiß, dass wir es dann gemeinsam schaffen werden und irgendwann vielleicht wieder gemeinsam hier in dieser Stadt feiern können. Aber bis dahin brauchen wir Ihre Unterstützung, Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Disziplin und das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir zugehört haben. Bitte bleiben Sie gesund. Wir sehen uns.